Freundinnen und Freunde dieser Versöhnungswallfahrt. Milí přátelé, kteří se účastníte naší pouti smíření. Es ist fast vermessen, angesichts dieser vielen Namen hier, zu singen, lobt Gott. Tak je skoro opovážlivé, abychom, když se podíváme na ty jména, které jsou na pomníku napsáno, aby jsme zpívali tu naší píseň chvály Hospodinu. Aber diese Vermessenheit durchzieht unser ganzes Christentum. A tato opovážlivost se mlyne našimi celými dějinami křesťanství. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Děkujeme, pane tvoji smrt a chválíme tvé smrtí stání. Děkujeme tvé smrtí stání. Dessen wollen wir uns auch heute bewusst sein. Toho si chceme být a také dnes vědomi. Dass wir in einer Zeit, wo auch noch immer so viele Kriege herrschen, unterwegs sind mit der Absicht, den Frieden zu gestalten. Že stále žijeme v době, která je zmítána mnohými válkami a chceme zvěstovat nebo svědčit o míru. Ich begrüße dazu ganz herzlich alle, die aus Tschechien gekommen sind, bitte die Hände heben. Prosím, zvedněte ruce všichni, kteří pocházíte. Alle, die aus Österreich gekommen sind. Rakušané. Ich begrüße ganz herzlich den Herrn Bürgermeister, der uns immer sehr gerne die Tore hier öffnet. Und der Herr Pfarrer ist schon wieder weg. Srdečně bychom chtěli pozdravit také našeho pana starostu, který nám otevřel brány Reingersu. Ja. Taky pana faráře, který já vidím, že odešel. Ten Niklas Perci, der uns heute einiges von seinem historischen Wissen wiedergeben wird. Řekne nám něco o svých historických poznacích. Jo. Herzlich willkommen, Patres aus Kostelní Vitry. Vítáme pátery z Kostelního Vitry. Direktor aus Prag, in der Naturschule. Pana ředitele Františka z přírodní školy z Prahy. Wer glaubt, dass er den weitesten Weg genommen hat hierher? Kdo myslíte, že přijel z největší dálky? Wer ist aus Prag gekommen? Ja. No, kdo přijel? Všichni rozumí, kdo přijel z Prahy. Nein, Spindler sehe ich auch mit Gattin vom Weg des Friedens. Ano, iniciativy Cesta míru, Heinze. Zdára také. Jo. Srdečně vítám. Letos to putování je inspirované třemi výročíky. In diesem Jahr, unsere Wanderung, wird inspiriert, motiviert von drei Jahrestagen. Událostní roku 1918. Es war die Ereignisse aus dem Jahr 1918. 1938. A 1968. Na tomto místě bychom si připomněli teď v této chvíli ty události roku 1918. Vielleicht könnten wir an diesem Ort die Ereignisse aus dem Jahre 1918 erinnern. Máte před sebou pomník padlých z první a z druhé světové války. Vor den Augen haben Sie das Denkmal der Gefallenen aus dem Ersten und aus dem Zweiten Weltkrieg. Můžeme si teď přečíst, Robert nám přečte jména těch, kteří pocházeli z této farnosti a padli nebo zahynuli v první světové válce. Vielleicht könnte uns den Engelbert die Namen vorlesen, denjenigen, die in dem ersten Krieg eigentlich gefallen sind oder umgekommen sind und aus diesem Ort stammen. Můžete myslet třeba na svoje příbuzné nebo známé nebo lidi, kteří vy víte, že zahynuli v první světové válce. Können an ihre Verwandten oder Bekannten denken, die in dem Ersten Weltkrieg ums Leben gekommen sind. Und danach gehen wir in die Kirche und werden wir für diese Leute beten. Und der Bürgermeister wird mir dabei helfen, es sind unglaublich viele. Starosta, pan starosta nám může pomoci, protože ještě mnoho. Frasel Raimund. Moldaschen Johann. Frasel Johann. Moldaschen Leo.
Hammerschmidt Eduard, Goldtasche Ferdinand, Anko Konrad, Pfeiffer Rupert, Lukas Johann, Schierer Adolf, Miksch Raimund, Sinfall Rupert, Miksch Ignaz, Meritzburg Rupert, Miksch Markus, Wagner Johann, Müller Johann, Wagner Josef, Moldaschel Leopold, Meinstapel Johann, Adensam Franz, Kreng Ferdinand, Biedermann Johann, Pfeiffer Johann, Felsner Leopold, Strangel Dietmar, Grünzweig Matthias, Zimmermann Anton, Habison Franz, Brasel Johann, Neider Ferdinand, Neumeier Johann, Neubirn Valerian, Leopold, Böhm Franz, Nosko Lukas, Böhm Johann, Pfeiffer Eduard, Böhm Leopold, Pfeiffer Johann, Gabler Konrad, Fieringer Konrad, Gabler Franz, Heundl Johann, Macho Franz, Rokesch Rupert, Macho Johann, Rammel Franz, Mader Franz, Steiner Konrad, Mader Johann, Zimmermann Martin. Mader Johann. Malzer Adolf. Koller Karl. Malzer Anton. Mader Johann. Malzer Anton. Mader Matthias. Vidíte, že ta jména jsou seřazená podle těch jednotlivých obcí, které patří do této farnosti. Leopoldsdorf, Reingers, Pielmans, Grameten, Eschenschlag. A viděli jste, že ta příjmení se opakují? Aber gesehen, dass diese Familiennamen wiederholen sich. Protože tam bylo mnoho sourozenců. Byly rodiny, ze kterých zahynuli dva nebo i tři synové. Dovedeme si představit, jaká to byla bolest a ztráta pro ty rodiny. Wir können uns diesen großen Schmerz vorstellen. Můžeme jít do kostela. In die Kirche gehen. Gegeben hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem
Válka, ale bohužel není posledním
Und am Ende dieses Ersten Weltkrieges, wie wir wissen, war nichts mehr so wie vorher. Es hat Sieger gegeben, es hat Besiegte gegeben und es hat vor allem Länder gegeben, die es vor dem Ersten Weltkrieg noch gar nicht gegeben hat. Nicht nur da die Opicini Commons de Lauke, wenn ich dann Borashini, Peter Mitte, so war er, wenn ich dann Stati, Chestalec ist dort, Potivalce, Stati, Stiklik, der Schick, Borashini, Falko, Hirschte, Ubert, Nebili, Amatier. Zwei dieser Staaten waren die Tschechoslowakei und die Republik Deutsch-Österreich. Und die einen waren Sieger des Krieges, die zweiten waren die Verlierer des Krieges, und zwar totale Sieger auf der einen Seite und totale Verlierer auf der anderen Seite. Die Verlierer waren totale Vitezele, totale Poraženi. Und immer wenn so ein Frieden ist, wo es nur totale Sieger gibt und totale Verlierer auf der einen und der anderen Seite, ist das kein dauerhafter Frieden, kann das kein dauerhafter Frieden sein, so wie auch ein persönlicher Konflikt kein dauerhaftes Ende nimmt, wenn es nur Verlierer auf der einen und Sieger auf der anderen Seite gibt. Wenn ich meine, derjenige, der jetzt kritisch war, also totale Verlierer, totale Poraženi, und das war auch hier der Fall, wie wir wissen, hat dieser Friede, der 1919 dann abgeschlossen war, nicht sehr lange gehalten, nur 20 Jahre. Das sind eine zwei Dekaden, das ist eine Generation und schon begann ein neuer Krieg. Und wie wir merken, den Turnier, wenn man das in der Zeit war, das war in der ich glaube, dass eine Grundlage für diese kurze Zeit des Friedens, diese 20 Jahre, sicher schon auch in den Friedensschlüssen von 1919 gelegt wurden, die auf der einen Seite einen totalen Verlierer, auf der anderen Seite totale Sieger gebracht haben. Das Problem ist, dass man in der Grasse, dass man sich nicht mehr auf die Umstände aufsteht, sondern wäre ich die Mirovi. Auf der einen Seite, ich möchte jetzt keine historische Vorlesung halten, aber nur ganz kurz, Sie sehen es dann auch in der Heimatstube, die ein kleines Gebiet hier an der Grenze zeichnet, aber in diesem kleinen Grenzgebiet haben sich eigentlich alle Konflikte materialisiert, die für Zentraleuropa seit 1918 charakteristisch waren. Takže tady v tom malém regionu vidíme všechny ty problémy, které si bez toho takzvaně materiály promítli do normálního života též občanů. Wir haben hier einen Konflikt zwischen zwei Staaten. Es wurde eine Landesgrenze zwischen Böhmen und Niederösterreich, respektive Mähren und Niederösterreich, wurde auf einmal eine Staatsgrenze. Takže víte, že tady vlastně jedna kultura probíhala na hranice. Wir haben hier die Entstehung von Zollhäusern, auch in Romont wurde ein großes Zollhaus gebaut, das steht nicht mehr. In Rheingas wurden Zollhäuser errichtet, die stehen noch. Wir haben hier die Verlagerung von Zollwache in das Gebiet, die die neue Grenze überwachen sollte. Das heißt, eigentlich ein über Jahrhundert gewachsenes gemeinsamer Kulturraum wurde durch eine Staatsgrenze zerschnitten. Vlastně ten kulturní prostor, který tady po staletí existoval, byl přerušen, i teď tady vznikly celnice, na rok už nestojí, ještě stojí, a byly zde také posádky těch celníků, kteří zde vykonávali svoji práci, což bylo vlastně něco nového pro tento první. Das war auch ein Konflikt zwischen zwei Nationen sozusagen, oder zwischen den Politikern zweier Nationen. Innerhalb eines Landes, innerhalb der Tschechoslowakei, wo es auf einmal eine 3 Millionen starke deutschsprachige Minderheit gab, neben einer ca. 6 Millionen starken tschechischen Mehrheit. Viele deutsche Ortschaften an der Grenze, die
Pomala, Roma, Kotscherkinsdorf, und andere sind zum ersten Mal überhaupt tschechische Menschen gekommen in der Gestalt von Zöllnern und Gendarmen. Vlastně poprvé do těch dříve nezaněmezených obcí na hranici Roma nebo Košťálova vlastně poprvé začaly přicházet občané českých národností, především jako celníci a strážníci a četníci. Und wie uns Zeitzeugen berichten, war das Zusammenleben mit diesen neuen Staatsgraben eigentlich ohne große Konflikte. Also es gab durchaus ein friedliches Nebeneinander und teilweise auch Zusammenleben zwischen den tschechischen Beamten und den deutschen, vorwiegend waren es Landwirte oder auch Textilarbeiter. Takže do začátku referuji nic větrové z té doby, tak ty začátky nedocházelo ke konfliktu mezi Čechy a Rakušany. Die großen Konflikte haben erst wieder in den 1930er Jahren begonnen mit dem Aufstieg Hitlers in Deutschland zum Reichskanzler, mit der Weltwirtschaftskrise, mit der Massenarbeitslosigkeit. Die Konflikte sollen schon sehen, dass sie sich heute so zu können, ist nach dem Hitlerer Kanzlerin, a kterou to taky vyskala světová hospodářská krize 30. let. Die Weltwirtschaftskrise hat Österreich sehr stark betroffen. Österreich war sowieso schon ein sehr armes Land damals in Mitteleuropa, aber auch die Tschechoslowakei wurde voll von der Weltwirtschaftskrise getroffen. Am Höhepunkt 1932 gab es über 1 Million Arbeitslose in der Tschechoslowakei und 600.000 Arbeitslose in Österreich, also mehr als 10% der Bevölkerung. Wenn man jetzt die Familienmitglieder mitzählt, kann man sagen, dass fast jede zweite Familie von Arbeitslosigkeit betroffen war. Ta světová krize měla obrovský dopad jak na Českou republiku, tak na Rakousko. V té době bylo v České republice asi 1 milion nezaměstnaných, v Rakousku 10 000 a tak se dařilo prakticky v každé rodině, to někdo nezaměstnaný. Rakousko, Česko nebo Rakousko, protože to byla chudá země, velmi trpělá i v této skutečnosti. Diese Krise, wirtschaftliche Krise, wurde von der Politik aufgenommen, vor allem von Hitler und seinen Nationalsozialisten, denen sich auch die Mehrheit der Deutschen in der Tschechoslowakei angeschlossen haben. Samozřejmě, že pro krizi využili politikové, především Hitler, a ten právě ostrovoval většinu těch obyvatel německé národnosti, národnosti v Česku a zneužíval tuto skutečnost pro své cíle. Und in unsere kleinen friedlichen Bauerndörfer und Landwirtschaftsdörfer hier an der Grenze ist die große Politik auf einmal wieder eingedrungen nach 1918 zum zweiten Mal mit voller Wucht. Takže vlastně potom do toho našeho míru obce zemědělské na hranicích můžeme říct zase, že přišla znovu velká politika. Und zum zweiten Mal nach 1918 kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, auch hier direkt an der Grenze, die eine Einheit der Sudetendeutschen, des Sudetendeutschen Freikorps, Flüchtlinge, deutsche Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei haben hier militärische Einheiten gebildet und haben begonnen, die tschechischen Zollhäuser zu beschießen. Sie sind schon auf Pause mit dem Nasenlinchenen, Brüchenen, Brüchen, Jemenschen, Uprchenzin, das Kavalier der Rekordung, začali odstřelovat cílené zelenice. Z Reingersu byl například ostřelovaná zelenice na tschechoslowakischen Armee. A například do české armády poškozený větší ostrov Reingersu. Also auch im ersten Weltkrieg wurden die Männer fortgeschickt an die Fronten. 1938 war die Front direkt hier an der Grenze in diesen Ortschaften. V roce 1918 bylo to dnešní posílání na frontu a 20 let později vždycky byla front a přímo probíhala přímo naší obcí. Können diese historischen Ereignisse in der Heimatstube
nachvollziehen, wie gesagt, ein Mikrokosmos, wo sich sozusagen die große Weltgeschichte hier wirklich abgespielt hat vor 80 Jahren. Und so, damit möchte ich jetzt schon enden und darf Sie herzlich zum Besuch der Heimatstube einladen. Alle Aufschriften sind auch deutsch und tschechisch, sodass es problemlos auch ohne Führung möglich ist, sich das anzusehen. Dankeschön. Proto bych vás chtěl srdečně pozvat do našeho muzea v Mlýnech, kde vlastně, jak jsem říkal, se tady konkretizuje velké světové dějiny, co ukazuje, jak se projevily vůči naší vesnici. Všechny nápisy jsou dvojazyčné, takže si myslím, že bude možná, abyste se na to podívali i bez průvodce. Tak děkuji za pozornost. Tak ještě jednu píseň a on by je přivítal, šlo by to. Wir haben keinen Lautsprecher. Ne beští bava, lebe, beští beští, beští beští, beští beští, Nevěstu mu vám se věří, mě a vám se ona.
Božej hostinu vňa. Když môj milý měl vidíti od Otca svého, a na tento svět přijíti ze těla mého, tu převeselou novinu a my lidskou zepřel vinu, Gabriel zvěstoval, člověk se zradoval. Když já budu umírat, tu poštu přines, když budu oči svírat, mě k Bohu vynes. Ujist mne, že mne miluje, ten jen šám nebi králuje, o postný vštěpáně, nezapomeň na mě. To by až zraku drahého pozbyl starostí, lékaře dostal zbělého se do radostí. Oči mé jsou zaslepené, márnosti lepem zlepené, budiš Rafaeli k mému zdraví smělý. Anděle moji vůdcové, ruce podejme, nebeské svatby družbové mne Kristu dejte, s kterým bych se radovala a na věky hodovala v nebeském paláce. Pro dobré přátelství a dobré sousedské přeshraniční vztahy. Je důležité dívat se stejným směrem. Diesen tschechischen Spruch habe ich von meinem Freund Svatja bekommen. Für eine gute Freundschaft und eine gute nachbarschaftliche grenzüberschreitende Beziehung ist es wichtig, in die gleiche Richtung zu schauen. Ich heiße alle herzlich willkommen, die heute gekommen sind. Von Jahr zu Jahr wird die Schar größer. Všechny srdečně vítám, rok od roku je ten zástup trošku větší. Ja, ich finde es wirklich sehr, sehr schön, dass diese ursprüngliche Initiative, die von der tschechischen Seite ausgegangen ist, dass die so gegriffen hat und auch unsere Herzen erobert hat. Na, velmi rádi, že tady ta původní iniciativa, která vyšla z české strany, tak se tak hluboce došla, tak hluboce dotkla našich srdcí, že teď to můžeme na ní pracovat společně. Da gibt es eine ganz besondere Schule in Prag, eine Mittelschule, die sich sehr der Natur verschrieben hat, die Naturschule in Prag. Und der Herr Direktor ist hier mit seiner Gitarre. Ohne diese Gitarre kann man ihn sich gar nicht vorstellen. Und es ist so schön, ich glaube, es sind so um die 15 Schüler auch mitgekommen, Schülerinnen. Und die waren die Initiatoren, so wie mir das gesagt wurde. Die haben einfach... Na začátku byla iniciativa Přírodní školy z Prahy a my tady vidíme pana ředitele Františka s kytarou a bez kytary si ho vůbec neumím představit. Ja, und wir haben hier einfach die verlassenen Dörfer gefunden und sind neugierig geworden und haben zu forschen begonnen, Kontakte aufgenommen mit Leuten hier bei uns, die ehemals dort gewohnt haben. Vlastně bylo jejich téma tady věnovat se těm opuštěným vesnicím, navázali zde mnoho kontaktů a pracovali zde na několika projektech.
Und die sind irgendwie in Kontakt gekommen mit diesen netten Menschen aus Kostelnivitschli, die Patres, die hier sind, Pater Gorast und Pater Václav. Přírodní škola se nějakým způsobem dostala do kontaktu s páteri karmelitány z Kostelního Vidří, s otcem Gorazdem a s otcem Václavem. Und ihr Anliegen war es, dass man hier an der Grenze einfach um Versöhnung und Frieden betet. Und in dieser Kombination ist diese Wallfahrt entstanden. Und wenn ich richtig gezählt habe, dürfte es heuer die 10. sein. Jejich hlavní přání bylo, aby se na hranicích docházelo právě k těm poutím smíření a aby se zde lidé společně scházeli, společně se modlili a tato dnešní pout je, myslím, už 10. Und es freut mich, dass Roma sozusagen der Zielort ist dieser Wallfahrt und Sie werden das selber auch spüren. Ich glaube schon, dass in diesen Jahren in Roma etwas passiert ist. Es ist einfach ein Ort des Friedens geworden. A jsme velmi rádi, že právě Romava se stala cílem tady toho našeho snažení a sami určitě budete cítit to silné vyzařování tohoto krásného místa. Natürlich sind nicht alle, die hier sind, so von der Verwandtschaft her verbunden mit Leuten, die mal in Romau gelebt haben, sondern es kommen auch immer mehr Freunde mit und Interessenten und Leute, die es für wichtig halten, dass wir hier an dieser Grenze für Frieden bieten. Samozřejmě, už, jak čas postupuje, tak sem nepřichází už jenom ti, kteří v Romavě žili, ale také jejich přátelé, jejich příbuzní a vůbec všichni lidé, kteří to považují za důležité, abychom se tu takto scházeli. Ja, und wie ich mitbekommen habe, ist der alte Bürgermeister von Tačice heute auch hier. Ja. Přivítat bývalého starostu Tačic, pana Jelínka. Ja. Ich muss aufhören, alle einzeln zu begrüßen, sonst werden wir nicht fertig. Mir gegenüber natürlich, das freut mich immer sehr, weil das so nahe ist, zu kauzen aus dem Schloss Altstadt, Eber Mužak. Auch herzlich willkommen. Ja, und alle, die jetzt mitbeten, sind herzlich willkommen. Wenn wir alle gemeinsam in Richtung Versöhnung und Frieden schauen, werden wir auch eine gute Nachbarschaft pflegen und die Grenzen ohne Scheu überschreiten können. Wir společně všichni budeme usilovat o smíření, o pokoj, společně se modlit, tak nebudeme překračovat hranice. Es ist doch letztlich egal, wer jetzt in diesem Moment neben mir steht, ob aus Österreich, aus Tschechien, ob Frau oder Mann, alt oder jung. Je úplně jedno, kdo v tomto momentě stojí vedle mě, jestli je to Rakušan nebo Čech, jestli je to muž nebo žena. Heute ist ein Tag, wo wir keinen Sprachkurs brauchen. Dnes nepotřebujeme žádný společný jazykový kurz. Wenn wir einander die Hand reichen und einander einen freundlichen Blick schenken, spüren wir, worauf es ankommt. Protože když si společně podáme ruce a společně se na sebe laskavě podíváme, tak všichni cítíme, o co tady vlastně jde. Und das ist die Begegnung von Herz zu Herz und dazu möge uns Gottes Segen begleiten. Jde o to, abychom se setkali vzájemně naše srdce, aby se potkala a k tomu prosíme. So viel Zeit ist, dass wir das gleich praktizieren können. Kolik máme času, abychom to vzájemně vyzkoušeli. Jasně. Události roku 1918, 38 a 68. Ferrer Wallfahrt, erinnert uns. Já bych v této chvíli chtěl připomenout ty události roku 1938. Takže on, kurz,
die Ereignisse aus dem Jahre 1938 erinnern. Protože ty se promítli i do historie tohoto kraje a několik lidí tehdy přišlo o život. Weil diese eigentlich hatten großen Einfluss in die Geschichte, ja, von diesem Gebiet und einige Leute sind damals ums Leben gekommen. V září roku 1938 se sešli zástupci velmocí v Mnichově a vyjednali předobu Německa a na obsazení Sudet. Im September bei diesem Münchner Abkommen haben sich getroffen, ja, die Vertreter der Landmächte und die haben darüber gesprochen, dass gerade das Sudetenland abgetreten werden soll an das Deutsche Reich. Já bych chtěl, abychom si v této chvíli přečetli kousíček rozhlasového poselství, které ten týden 29. září 1938 řekl do rozhlasu papež Pius XI. Vielleicht könnten wir jetzt gemeinsam eine Botschaft vorlesen, die der Papst Pius XI durch den Rundfunk sagte. Zatímco miliony lidí dosud žijí v obavách z nebezpečí války a hrozí se krve prolití a zád zkázy nemajících příkladu, my sbíráme ve svém mocovském srdci úzkost svých dětí a vyzýváme biskupy, kněžstvo, řeholníky, věřící, aby se spojili s námi v úpěnlivé a důvěryplné modlitbě o zachování míru ve spravedlnosti a lásce. V této síle modlitby, která je sice beze zbraní, ale nepřemožitelná, nech se obrátí i tentokrát věřící lid, aby Bůh, v jehož rukou jsou osudy světa, posílil právě v těchto okamžicích ve vládcích důvěru mírumilovné cesty zákonitých vyjednávání a trvalých dohod a aby vnukl všem, zhodně s jejich opětovným dovoláváním se míru, též myšlenky a činy, které by mír mohly podporovat a založit na bezpečné základní práva a nauk svatého evangelia. Diese Botschaft jetzt in Deutsch. Während Millionen und Millionen Menschen in Beklemmungen vor der nahen Gefahr eines Krieges und vor der Drohung eines beispiellosen Blutvergießens und eines beispiellosen Verderbens leben, nehmen wir in unser väterliches Herz all die Sorge unserer unzähligen Söhne und Töchter auf und ersuchen alle Bischöfe sowie die Welt- und Ordensgeistlichen und alle Gläubigen, sie mögen sich mit uns im innigsten und inständigsten Gebet um die Erhaltung des Friedens, eines Friedens in Gerechtigkeit und Barmherzigkeit vereinen. O, dass sich doch das gläubige Volk von Neuem an jene unbewaffnete, aber unbesiegbare Macht wenden möge, die unser Gebet ist, damit Gott, in dessen Hand das Schicksal der ganzen Welt liegt, bei allen Regierungen den Glauben an einen friedlichen Weg der loyalen Besprechungen und dauernden Abkommen unterstützen und allen im Einklang mit den so oft wiederholten friedlichen Worten, Gefühle und Taten einflößen möge, welche den Frieden unterstützen und ihn auf der sicheren Grundlage des Rechtes und der Worte des Evangeliums begründen könnten. V další části toho projevu papež Pius XI, který byl už starým mužem, nabízí Bohu svůj život jako oběť za to, aby nedošlo k válce. In dem nächsten Teil von dieser Botschaft hat praktisch papež Pius XI sein Leben als Opfer angeboten für den Frieden. Nevýslovně jsou se vděční za modlitby, které se konaly a konají za nás od věřících celého katolického světa. Obětujeme z celého srdce tento svůj život, který na takovéto prosby nám Pán dal a jakoby obnovil, za spásu a mír svět. Ať už Pán života a smrti ráčí nám odmítit tento nedoceněný dar dlouhého již života, či naopak ještě více prodloužit pracovní den svého souženého a znaveného dělníka.
Naše oběť je provázena tím větší důvěrou v milostivé vyslyšení, jež to se děje o liturgické památce tichého a hrdiného mučedníka svatého Václava a jde vstříc slavnosti svatého Růžence, tak slavné prozebné pobožnosti a celému měsíci Růženci zasvěcenému, kdy veškerý katolický svět zdvojnásobí, jako též živně doporučujeme, horlivost a účast na této modlitbě, kterou se již dosáhlo tak velikých a blahých přímluv přesvaté Panny v dějinách zkoušeného lidstva. S touto plnou důvěrou, kterou zmíněné myšlenky nám vlévají, udělujeme veškeré rozsáhlé katolické rodině i rodině všeho lidstva své nejhojnější otcovské požehnání. Požehnání Boha všemohoucího Otce i Syna i Ducha Svatého, sestup na vás a zůstaň s vámi. Weiter die Botschaft des Papstes. So soll voll Dank, dass wir es nicht einmal aussprechen können, für all die Gebete, die für uns die Gläubigen in der ganzen katholischen Welt emporgesandt haben und noch emporsenden, bieten wir aus vollem Herzen dieses Leben, das durch das Verdienst dieser Gebete der Herr uns gewährt und uns eigentlich wiedergeschenkt hat, für die Erlösung und den Frieden der Welt an. Ob nun der Herr über Leben und Tod geruhen mag, das Opfer des ohnehin langen Lebens uns abzunehmen oder die Arbeitstage seines betrübten und ermüdeten Arbeiters zu verlängern. Umso größer ist das Vertrauen, dass dieses unser Opfer liebevoll angenommen werden wird, da es zum liturgischen Gedenken an den sanftmütigen und heldenhaften Märtyrer, den heiligen Wenzel, dargebracht wird und dem Feiertag des heiligen Rosenkranzes vorausgeht, jener berühmten Andacht und dem ganzen Rosenkranzmonate, in welchen sich in der ganzen katholischen Welt die Bitten aller Gläubigen an die heilige Jungfrau, die schon so oft und so wohltätig in das Schicksal der bedrückten Menschheit eingegriffen hat, verdoppeln, wie wir dies im frommen Eifer empfehlen. In diesem vollen Vertrauen, dass diese Gedanken uns gewähren, erteilen wir der ganzen katholischen Familie und der ganzen Menschheit unseren reichsten väterlichen Segen. Die Gnade Gottes, des allmächtigen Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes möge auf euch herabsteigen und immer bei euch bleiben. Wir leben im Jahr 2018. Ale na celém světě není mír ani dnes. Wissen, dass der Frieden herrscht nicht in aller Welt. Budeme se modlit při této pouti za mír na světě. Wir werden deshalb bei unserer Wallfahrt für den Frieden in der Welt beten. Já bych chtěl na začátku toho procesí použít teď takovou modlitbu. Möchte am Anfang unserer Prozession ein Gebet verwenden, kterou v roce 1938 se modlili křesťané po každé mši svaté. Die Christen im Jahre 1938 nach jeder heiligen Messe gebetet haben. Modleme se. Bože, původce svatých žádostí, správných a spravedlivých skutků, dej služebníkům svým ten pokoj, jehož svět dát nemůže. Aby srdce naše přikázání tvých dbalá byla a časy hrůzy nepřátelské zbaveným soudce pod tvou ochranou pokojné byly skrze Krista našeho Pána. Lasse uns beten. O Gott, von dem heiligen Wunsche gute Entschlüsse und gerechte Werke herkommen. Entschuldigung. O Gott, von dem heilige Wünsche, gute Entschlüsse und gerechte Werke herkommen. Gib deinen Dienern jenen Frieden, den die Welt nicht geben kann, damit unsere Herzen deinen Geboten ergeben und die Zeiten frei von allen Schrecknissen der Feinde unter deinem Schutze friedlich bleiben. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Maria, Královno míru, oroduj za nás. Königin des Friedens, bitte für uns.
Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, Maria. Freu dich, das Leid ist all dahin, Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria, den du zu tragen würdig warst. Freu dich, Maria, dein Heiland lebt, den du gebarst. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. Er ist erstanden von dem Tod. Freu dich, Maria. Wie er gesagt, der wahre Gott, Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. Bitt Gott für uns, so wird's geschehen. Freu dich, Maria, dass wir mit Christus auferstehen. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. Tum-tum, libera nos Domine. Et nobis parcas te rogamus audinos, ut et veram penitentiam nos perducere digneris, te rogamus audinos, ut nos met ipsos in tuo sancto servicio, confortate et conservare digneris, te rogamus audinos. Et ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris. Ut omnibus in Christum credentibus unitatem largiri digneris. Ut omnes homines ad Evangelii lumen perducere digneris. Christe, audinos. Christe, exaudinos. Christe,